So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Projekt 34. Mein Name ist Sascha. Ich bin Benny. Ich bin Christian. Und heute präsentieren wir euch ein paar Wellnessgeräte in Form von Massagegeräten für zu Hause. Zum Beispiel für ein schönes Wellnesswochenende, was ihr mit euren Liebsten verbringen könnt. Oder alleine. Oder alleine, je nachdem. Mit den Geräten? Mit den Geräten ist man nie alles allein möglich. Gut, wir haben insgesamt drei Geräte. Klar, jeder stellt eins vor. Ich würde sagen, wir fangen auch mal ganz schnell an. Mit Bennys. Ja, ich habe hier von Miniso aus der Reihe Miniso Live ein, ich nenne es mal Massageknüppel in Form eines Kaktus. Das Besondere daran ist, dass es gar nichts Besonderes ist, außer ein etwas festeres, stoffummanteltes, lustiges Männchen, das man sich dann quasi auf den Nacken klopfen kann oder auf die Punkte im Rücken, die unangenehm sind, um sich damit zu entspannen. Wie entspannt das oder entspannend das wirklich ist, sei dahingestellt, aber auf jeden Fall sieht es sehr niedlich aus, kann generell auch so als Anti-Zug-Schlauch unter die kleine Tür gelegt unter die Hundeklappe werden oder das Klofenster. Man kann es durch die Gegend schmeißen. Und das Katzenklo. Auch nach seinen Liebsten, falls die mal wieder kein Wellness machen wollen. Genau, falls sie nicht massieren wollen. Viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Auf jeden Fall, ja, es ist ganz witzig. Das kennt ihr vielleicht schon aus unserem, oder genau, also wir haben das schon mal ausprobiert in einem unserer ersten Videos. Das ist im Grunde genommen, ach so, genau, das ist von der gleichen Firma, auch von Miniso. Auch grün. Not sponsored, genau, das haben wir alles selbst bezahlt. Und das ist im Grunde genommen ein Triggerpunkt-Massagegerät, was so ein bisschen aussieht wie zwei unterschiedlich große Boden, was man irgendwie drehen kann. Das ist total super, was du da machst, also ganz ehrlich. Nee, mach weiter. Genau, also wir haben... So, das heißt, man macht nichts anderes als an den Stellen, die ein bisschen schmerzen oder verspannt sind, einfach mal ein bisschen ziehen. Hier über diese Hebelwirkung kann man den Druck erhöhen. Ja, ist ganz angenehm. Und super easy. Keine Technik, die bedient werden muss. Also auch für ein paar Vollidioten wie mich. Es muss nichts mit dem WLAN verbunden total werden. Total selbstverständlich. Man braucht kein Tutorial, falls doch. Guckt euch unser altes Video an. Ganz selbsterklärend. Ich würde sagen, das war's von mir und meinem gelben Hodensack. Was hast du denn da so Schönes? Ich habe die Luxusvariante. Mhm. Das ist ein Ding, was im Moment in Social Media bei allen möglichen Stars zur Anwendung kommt. Das ist die sogenannte Theragun oder Terragun für den Deutschen. Terra. Ich demonstriere es mal ganz schnell. Man sieht ja hier vorne schon diesen Gummiball und kann sich hier schon irgendwie vorstellen, wenn man jetzt hier auf den Knopf drückt, dann passiert das. Das heißt, das geht hier 40 Mal pro Sekunde hin und her. Da freut sich die Frau. Oder der Mann. Je nachdem. Und ja, muss natürlich, der Akku muss beladen werden, aber man kann es eben auch selbst benutzen. Also in den USA wird es relativ viel von Profisportlern genutzt und von Physiotherapeuten und Trainern und so weiter, die dann eben ihre Schützlinge damit bearbeiten, teilweise auch mit Zweien nach einem Marathon oder sowas. Aber es ist halt so praktisch geformt, dass man es quasi auch selber leicht in die Hand nehmen kann und sich dann eben zum Beispiel von dem Gerät die Schulter massieren lassen kann. Ja, sehr cool. Während wir reinste Handarbeit nach verführen. Ja, na gut. Also, so, es reicht ja jetzt. Es ist ein bisschen... Du siehst sehr, sehr erholt aus. Glaube ich, beim ersten Mal ist man ein bisschen schockiert, weil man doch ganz schön was abbekommt. Aber ja, das Teil, man muss vielleicht auch aufpassen mit den Ohren, weil es relativ laut ist.
Aber das Teil ist halt aktuell der neueste, größte Hit. War kürzlich ausverkauft. Es gab einen riesen Run. Man bekommt dazu noch so ein kleines Beutelchen. Da ist dann noch ein zweiter, kleinerer mit Nadeln. Gumminüppel drin. Es und gibt Tinte. Dann auch noch Profigeräte, die noch mehr haben. Also das ist mehr so für die grobe Behandlung. Das ist dann vielleicht für ein bisschen... Wie sanfte. Bisschen oder direktere, dann hat man halt noch das Ladekabel, braucht man natürlich. Und man kann es natürlich auch bei Kollegen anwenden, die verspannte Beine haben oder verspannten Bauch. Verspannten Bauch, genau. Genau. So, und so. Also kannst du mal gerne irgendwie da, wo ich mit meinem Trigger. Ja, vielleicht können wir mal tauschen, dann behandeln ich mal selbst. Ist ja gar nicht laut. Ich mach mal hier. Ja, es ist tierisch laut, okay. Es ist so ein bisschen wie eine Küchenmaschine, wie so ein Startmixer. Das liegt, ja. Ja, das ist halt schon ganz geil, ne? Du kannst es irgendwie halten, wie du möchtest. Halten wie ein Dachdecker. Okay. Nochmal ein bisschen länger gedrückt halt. Ah, jetzt geht's los. Technik. Wir haben es ja gesagt, Sascha und Technik. Ja, aber Gott sei Dank hat es nur einen Knopf und kein Display, was mir irgendwas erklären muss. Und es redet auch nicht mit dir. Nein, es... Oh, oh, oh. Alter, warte mal, pass mal auf. Was ist das denn? Der Innenschenkel ist richtig mies. Nee, das kannst du selber ausprobieren. Also das ist schon echt, ich finde das super. Das ist zwar tierisch laut, aber... Den Knüppel hatte ich jetzt noch nicht. Nee? Nee, den hatte ich noch nicht. Ja, okay, also während Benny sich das jetzt selbst macht und anscheinend so viel Gefallen dran gefunden hat. Ach, schön, herrlich, sehr schön. Können wir ja mal weitermachen. Was kostet der Spaß eigentlich? Genau, das wäre mal ganz interessant. Vielleicht hat Christian ein paar Infos. Ja, also die Teile hier, die haben wir ja schon mal zum Teil vorgestellt. Zumindest. Genau, die das sind relativ billig, die kosten halt ein paar Euro vielleicht, wenn man... teuer wegkommt und es online kauft, vielleicht 10 Euro. Ich glaube, im Laden 3 bis 5 Euro teilweise nur. Das Teil hier ist jetzt schon verhältnismäßig günstig. Die Profigeräte kosten teilweise mehrere 100 bis 1000 Euro. Das hat jetzt 250 Euro gekostet. Ist schon eine Stange Geld, würde ich sagen. Ja, wenn man eben sportlich ist, so wie ich. Oder einfach zu viel Geld hat, kann man sich das natürlich auch leisten. Es gibt dazu auch noch so eine Ladestation und die kostet nochmal 80 Euro extra. Also ja, natürlich habe ich beides davon. Gut, ja, was kostet die Welt, nicht wahr, Leute? Nothing. Okay, ich würde sagen... Ja, ihr beiden, ihr armen Schlucker, könnt ihr genau. Die Teile nehmen. Und ich lasse mir hier weiter meinen Innenschenkel. Was sagen wir denn jetzt zu den Teilen? Also, für die paar Kröten, die das Ding hier kostet, sage ich mal, ist okay. Man kann es theoretisch auch so benutzen. Das Schöne ist bei dem übrigens, man kann es irgendwo hinlegen und es sieht einfach niedlich aus. Ja, es ist niedlich, aber ganz ehrlich, bringt dir das was? Ich habe es jetzt zum Massieren benutzt. Nee, zum Massieren nicht. Vor allem, also wirklich, da darf auch keiner dabei zugucken, ne? Sonst sieht das echt bescheuert aus. Das Ding selber ist schon echt niedlich, was? Ja. Bei Da Vinci-Kurve am Anfang. Ja, genau. So ein bisschen selber, sich geißeln. Geißeln, ne? Ja. So ähnlich sieht das aus. Man hockt immer so an. Oder, ey, hast du echt gut gemacht. Man lobt dich einfach. Knorke von dir. Wie bitte? Ha? Was? Du bist total begeistert von deiner Theragun, oder? Ja. Okay. Die ist sogar geil, wenn man sie nicht anmacht. Ja, okay. Ja, ich glaube, viel mehr kann man dazu gar nicht mehr sagen. Ja, also ich würde sagen, von den drei Geräten ist tatsächlich für mich die Theragun am besten. Ist zwar schweineteuer, aber die erfüllt schon ihren Zweck. Ich kann es mir nicht leisten, aber ich würde einfach zu Christian gehen und das mir ausleihen. Aber wenn man sich überlegt, dass man, wenn man jetzt sich normal massieren lässt, so eine Massage irgendwie kostet ja irgendwie auch 30 Euro, 10-mal massieren lassen oder so ein Ding hier kaufen. Es ist immer die Frage, wofür man sein Geld so verprasst. Ja. Ja, man kann ja auch ich würde sagen, so eine Theragun kaufen. Wir verabschieden uns. Genau.
Ich würde sagen, abonnieren, teilen, die Glocke hauen. Liken. Und wäre schön, wenn ihr mal was in die Kommentare schreiben würdet, ob wir vielleicht noch andere Wellness-Geräte für ein weiteres Wochenende zu zweit oder für alleine irgendwie vorstellen sollen. Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Und hast du noch irgendwas, Christian? Liken nicht vergessen. Liken. Ciao, ciao. Ciao, bis nächste Woche. Euer Projekt 30.